Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Siebjörsch mit einem brandneuen Part von Pokémon Worldwide 2. Und in diesem Part wollen wir uns jetzt endlich mal Sikron widmen, der hier einfach so alleine rumsteht. Wir haben ja richtig, haben ja schon eingefangen im letzten Part. Also können wir uns jetzt auch kurz um Sikron kümmern. Der wartet nämlich schon. Und er glänzt schön in grün. Ha, geil. Ich finde die Farbe irgendwie cool. Aber wir werden auch noch später gucken, wie wir es dann auch noch handhaben werden. So, einmal Close Combat. Mal schauen, wie viel Schaden wir da machen mit. Ich hoffe, wir ziehen ihn nicht zu viel ab mit. Ah, okay. Es sieht ziemlich gut aus. Ah, okay. Wenn du Sarenklaue. Ob das uns so viel abzieht, ich weiß es nicht. Es glückt nicht so viel, dass wir besiegt werden. Und können dann direkt mit Close Combat. Oh mein Gott. Das war close. Muss ich echt zugeben. Das war echt knapp. Okay, probieren wir es mal gleich mit dem Hyperball, ob wir es direkt einfangen können. Mal gucken, ob das klappt. Okay, Hyperball ist. Fang das komische Zickrum. Hi. Oh, toll. Will also nicht rein. Ja, was soll man machen? So, nochmal Tarantlau auf uns. Und ja, Blade ist leider besiegt. Aber dafür gibt es ja noch andere Pokémon. Welches hau ich denn raus? Ah ja. Nee, Dash wird dumm. Ich denke mal, Thunder wäre jetzt eine gute Wahl. Den erstmal rausholen. Aber warum hat das Pokémon keinen Elektro-Attacke? Das wundert mich gerade extrem. Ah, egal, vielleicht hat es auch noch nicht eingesetzt. Ja, wir schauen gleich mal, ob noch da irgendwas passieren könnte. Mein Gott, gibst du mal den Ball. Wäre mal nett. Also, ah ja, okay. So. Wir haben ja genügend Meisterbälle für alle Fälle. Ah, nein. Nee, Meisterball für Sikrum wäre irgendwie Verschwendung. Und da ist es auch schon. Wir haben es auch gefangen. Nee, gut. So, Sikrum gehört ja uns. Drache Elektro. Und es ist sogar Shiny. Nein, ich will keinen Namen geben und es wurde erstmal zur Box transferiert. So, dass wir dann auch gleich weitermachen können. Ja, ich setze es am besten gleich ein. Aber da wir ja hier nicht mehr bleiben wollen, fürs Erste, wir holen die anderen später. Aber jetzt definitiv nicht. Ich wollte nämlich jetzt erstmal zu Reshiram fliegen. So, dazu muss ich aber erstmal dahin gehen. Was glaube ich da für Müll? Ich meine zu. Wie hieß das Ding nochmal? Zu Kyorem. Müssen wir mal wieder. Ja, den wollen wir natürlich auch fangen. Ich habe nämlich in diesem Part noch einiges vor. Zum Beispiel euch dann auch noch die Verwandlungen zeigen. Von den Zweien. Ja, wie die dann in Shiny aussehen. Das wird mich auch ziemlich interessieren. Und euch bestimmt auch. Hoffe ich mal, dass es euch auch interessiert. Wäre mal toll, dass. Ah ja, das ist ein Gesichtsboot. Was ist los? Playschieß, 1, 2, 3. Okay. Ja. What's going on here? Der macht einfach ein Foto ohne unsere Erlaubnis. Sitze. Okay, da wollte ich eigentlich jetzt nicht rein. Ich wollte nämlich gerade weiterfahren mit unserem Fahrrad. Auf die nächste. Ja. Warum gehe ich auch so überhaupt hoch? Ich muss nämlich hier unten lang. Ah ja, wir sind ja gleich da. Müssen halt nur einen kleinen Weg machen hier. So. Da haben wir auch noch. Ja, ich will super. Also Topschutz noch weiter verwenden. Wir haben ja genügend davon. Also von daher passt das schon. Ich hoffe, dass wir auch noch demnächst noch genügend Bälle. Ach, Mist, das habe ich glaube ich. Gehst du jetzt mal in die Höhle? Danke. Mein Gott. Immer so rumzicken. Okay. So, nehmen wir die Abkürzung. Dann haben wir es auch nicht so weit. Zum Glück ist das Gute dran. So, oh. Ich muss nämlich genau hier hin. Oh, hallo, Deoxys. Wie geht's dir? Ja, Deoxys wollen wir natürlich auch irgendwann mal. So, man muss erstmal das Item hier. Ja, ein PP abpasst. So. Wo haben wir denn. Geht's der Weg dorthin? Ah. Den muss ich jetzt erstmal finden. Okay, anscheinend muss ich ja hier unten lang. Okay, da haben wir es auch. Direkt.
gut. Dann nehmen wir hier hoch und Kyorim müsste hier sein. Oh, was ist mit dir denn? Kann ich mit dir labern? Hallo. Ah, okay. Also du bist ein interessanter Trainer, ja. Ja. Und dort ist ein neues Pokémon. Hm? Okay, wenn du meinst. Dann gucken wir später nochmal nach im nächsten Part. So, aber zuerst müssen wir ja zu Kyorim. Hallo Kyorim, was geht ab, altes Haus, na? Alles fit im Schritt? Okay. Okay, auf geht's, Kyorim. Zeig mal, was du kannst. Oh, war ich überhaupt im Pokémon Center? Ich denke mal nicht, oder? Nein, war ich nicht. Definitiv nicht, ja? Okay, ich probiere es mal kurz mit Laubklingen, ob wir da irgendwas reißen können. Den. Oh mein Gott, das ist nicht sehr effektiv. Oh, jetzt kommt jetzt eine Eisattacke. Das tut weh. Das tut bestimmt weh. Das tut extrem weh, oder? Oh, doch nicht. Aber unser Speed sinkt. So. Was? Soll es angreifen? Mein Gott. Laubsturm. Mein Gott. Oder Blättersturm, wie auch immer. So. Oh Gott, nein. Das hat ja schon mal einiges an Schaden gemacht. Drachenpuls. Das ist eine Spezialattacke. Eine Drachenspezialattacke, um genau zu sein. Okay, macht zum Glück nicht so viel Schaden, wie ich dachte. So, was? Ah, okay, einen Heiltrank können wir ruhig nehmen. Ist ja nicht so schön. Oh, doch, ich war doch beim. Ja, aber warum ist Livi jetzt vorne? Hm? Na egal. Autsch. Was soll denn der Müll? Ah. Au. Oh, ach so, das ist die Attacke. Ja, okay. Das ist so eine Attacke, die einen auf die HP von den anderen bringt. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ah, danke. Ah, warte. Ich hab doch eigentlich auch... Oh, mein Gott. Benutz doch mal Vollspeed. Dafür ist es doch da. Mein Gott. Oh, Drachenpuls. Okay. Noch einmal Vollspeed und dann müsste es eigentlich auf der richtigen HP sein. Gut. So. Oh mein Gott. Das kann uns mit der einen Attacke nicht umbringen. Gut. Aber es wäre irgendwie Verschwendung, gerade einen Heiltrank zu verwenden. Bin ich zumindest der Meinung. Weil es ja sowieso mein Pokémon gleich wieder auf 4 HP runterschwächt mit der Attacke. Das ist das Problem an dieser Attacke. Die ist halt ziemlich stark. Und ich hoffe, dass ich... Ah, okay. Wir sehen nochmal. Ah, hm. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Gut. So, okay. Nächstes Pokémon natürlich. Ja, Dash, kommst du mal raus? Denk mal, du bist eine gute Wahl. Hoffe ich zumindest. Jo, Hyperball. Und auf geht's. Hui! Ah ja, Legis fangen. Immer so eine... Immer ein Spaß. Natürlich kommt er gleich mal mit dem Drachenpuls. Macht zum Glück nicht so viel Schaden. Kyorim wird schon irgendwie in den Ball gehen. Irgendwann mal. Eventuell. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte halt nicht den Part so lang haben. Aber es ist ja deine Sache. Hm. Du willst also den Part länger haben. Na okay, wenn du meinst. Ich muss demnächst noch ein paar Hyperbälle fangen. Was? Hyperbälle fangen? Was laber ich denn für Müll? Ja, Hyperbälle kaufen. Ja, besser gesagt. Kyorim hatte, glaube ich, auch noch die gleiche Fangchance wie die anderen beiden. Ja. Hm. Müsste eigentlich theoretisch so sein. Ja, dann bilden sich ihm Cherish Ball, mein Gott. Vielleicht klappt es das. Vielleicht willst du diesen komischen roten Ball. Hm. Nee, willst du nicht. Okay. EW. Hm. Ja, genau. Es klappt uns auf 4 HP runter. Gut. Das mache ich denn nicht. So. So, eventuell benutze ich auch gleich noch einen Timerball. Wäre eventuell auch noch recht praktisch. Obwohl. Na, schade. Hm. Da war knapp. Hm. Das muss echt zugeben. Das war ziemlich knapp. Ich dachte, ich könnte es jetzt schon einfangen, aber nö. Warum auch? Das ist ja auch viel zu übertrieben für mich. Ich darf ja hier nichts fangen. Ja, gar nicht. Ah ja, wir werden auch noch Spaß haben mit den anderen Legis. Denke ich mal. Es sind ja auch einige, die man fangen kann. Hier.
Also von daher. Dude. Na, Mist, das finde ich rein. Okay, ich probiere gleich mal einen Timerball. Okay, er besiegt uns erstmal mit Dragon Pulse. Okay, was? Übertreibst mit dem Crit. Ernsthaft? Ja, okay, nächstes Pokémon. Shadow, komm du mal raus. So. Haben wir hier noch Timerballe? Oh, es ist nur einer. Okay, wenn du meinst. Auf geht's, Timerball. Mal schauen, ob wir direkt fangen können. Nee, der will nicht in Timerball. Okay. Wenn du meinst. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Ach, wenn wir uns Pokémon, die immer rumsicken müssen. Zitze. Okay. Ich habe ja nicht mehr so viele Bälle. Das ist mein Problem derzeit. Probier ich mal kurz mit dem Cherish Ball. Naja, es wird definitiv da nicht drin bleiben. Glacial, okay. Setz ruhig die Eisattacke gegen mein Feuer-Pokémon. Macht sowieso nicht so viel aus. Zwar wieder unser Speed verringert, aber. Wen kümmert's? So. Muss mal die Cherish Bälle mal verwenden. Ansonsten benutze ich die ja nie. Okay. Drachenbolz. Ich glaube, ich sollte doch lieber auf Hyperbälle gehen. Nein, du sollst jetzt noch ein paar Hyperbälle werfen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ah, gar nicht. Mann, warum bleibst du nicht einfach mal drin? Ich habe heute noch was vor in diesem Part. Das weißt du, oder? Mein Geld. Was ist denn hier wieder los mit dir? Kann ja nicht eingehen, dass du nicht einfach reingehst. Die. Okay. Drachenpulz, ja, mach ruhig. Ist mir egal. So, noch nächster Hyperball und los geht's. Und bleib diesmal drin. Oh mein Gott, was ist mit dir los? Du ziehst ja mehr rum als sonst was. Oh, ernsthaft. So, Hyperball. Ah, mein Gott. Mein Gott. Ja, wir müssen diese Impuls. Ich hoffe, das Ding bringt sich jetzt nicht um, bevor wir es fangen können. Das wird doof. Das wäre extrem doof. Oh Mann, ich habe nicht mehr so viele Bälle. Das ist böse gerade. Ja, jetzt kommt diese Musik, ja. Mein Gott. Nein, den Dive Point benutze ich für Crowder, definitiv. Da will er auch immer rein, das ist das Komische. Okay. Na okay, willst also nicht in den Überball. Okay, dann Scheiß-Truf. Ja, das Sheet-Truf. Ja, Sheet-Truf. Glaubt das besser. So. Blade, du bist dran. Ich will das Ding aber haben. Mein Gott. Okay, dann im Luxusball. Mein Gott. Immer diese Snobs hier. So, rein mit dir. Ach, Luxus ist auch nichts für dich. Weil, mein Gott. Ja, wir kriegen jetzt eine schöne Eisattacke ab. Er freut man sicher. Gut. Es ist sehr effektiv. Unser Speed sinkt. Das macht uns sowieso nichts aus. Du hast keine HP-Restore benutzen. Ach so, das können wir sowieso trinken. Okay, Superball. Auf geht's. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Ja, wenn uns nichts anderes übrig bleibt, muss ich gleich den Meisterball verwenden. Ja. Das wäre dann doof. Okay. Sandra, du bekommst mal raus. Probier's mal mit irgendwelchen anderen Bällen. Nein, du sollst nichts angreifen. Mein Gott. Ach so, habe ich nur diese eine Seite. Okay. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe keine guten Bälle. So, Kyorum, komm einfach mal in den Meisterball. Ja, ich hab's probiert. Ja, was soll man machen? So, Kyorum. Ich wollte euch ja in dem Part ja noch was zeigen. Also von daher habe ich ja keine Zeit dafür. Mein Gott. Sonst wird der Part wieder so 20 Jahre lang. Und das wollen wir ja auch nicht. Seo, das war Kyorum. Ach, das war also das Link der Pokémon von Team Plasma. Was Jesus gesagt hat. Ja. Du bist toll. Yay. Was ist. Hey, da ist ein Pokémon. Ja, okay. Ich denke mal, sie sollte da irgendwas schauen. Okay. Okay, wenn du noch irgendwelche Probleme hast, geh einfach zur. Da, mein Gott.
Yay! Wir haben das Ding bekommen zum Transformieren. DNA-Splicer. Cool. So, dann machen wir uns direkt zum Pokémon Center auf. Und ja. Gucken einfach mal, was wir da machen können. Wäre irgendwie cool, wenn wir es gleich schön gescheit hinkriegen. Dass wir die verwandeln. Und mal euch zeigen kann. Okay. So, fliegen. Die müssen sowieso nochmal. Ja. Ich gehe am besten schon mal hier hin, weil wir da sowieso noch danach weiter dort machen. Ach, Mann. Dass wir dort weitermachen. Mein Gott, ich habe heute mit den Sprechen. Das ist ein bisschen doof, aber was soll's. So, einmal schnell Pokémon heilen. Müssen ja auch mal geheilt werden. Nach der Aktion, die wir gemacht haben. Ja, okay. Und der Meisterball ist gut eingesetzt. Ich hatte einfach keine Lust drauf mehr. Gegen das Ding als einzusetzen. Na gut. So, dann schauen wir mal in Sunbomb-PC. Okay. Oh, wow. Das erste Mal, dass ich die PC aufmache. Ach so. Ach so, okay. Lol. Okay, was haben wir denn? Move Pokémons, natürlich. Ah ja, was haben wir denn hier Schönes? Ach, ganz viel Lilies. Yay! So. So, dann holen wir mal die drei jetzt erstmal rein. Ey, das ist eigentlich mein Team packen. Mein Gott. So. Dann holen wir noch Kyurem. Und schauen, was wir damit gleich machen. So. Du kommst da rein, da. Und dann nochmal Zekrom brauche ich. Wolf. Ist ja egal, welches Pokémon ich dafür einsetze. Ich hole die sowieso. Wenn der nächste Part startet, wieder zurück. Gut. So, dann gehen wir kurz einmal raus. Na, sieht gleich aus. Das ist doof. Anscheinend übernimmt das Shiny nix. Ach, bisschen doof. So, gucken wir uns dann nochmal kurz das Zekrom an. Das müsste ja shiny sein. Ah, sieht immer cool aus. Gut. So, dann will ich die beiden auch nochmal wieder auseinanderbringen. Und danach können wir uns um. Ja. Wie das andere Ding aussieht. So, mal schauen. Kyurem erstmal wieder auseinander machen. Ui. Cool. So, Pokémon. Ach. Fail. Ah, Tasche, so. Mal gucken. Ach, Luna Wing will ich jetzt nicht benutzen. So. Use, mein Gott. Zekrom. Boah, mein Gott. Kyurem. Absolut Zekrom. Ui. Cool. Jetzt habe ich auch einen Black Kyurem. Ja. Gut. Mal schauen, wie das Ding jetzt aussieht. Ah ja. Aussehen, mein Gott. Sieht cool aus. Mehr muss ich da nicht so sagen. Gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pac-Man World Wide 2. Und ich hoffe, der kleine Exkurs von den Legis hat euch Spaß gemacht. Und im nächsten Part werden wir noch weitere fangen. Also bis dann und ciao.